Hallo liebe Kiket-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial Kiket 5.1.x. Hallo, willkommen zurück. Als erstes hier ein kleiner Hinweis. Es hat mittlerweile wieder eine neue Kiket-Version gegeben, also die Kiket 5.1.5, das ist die neueste Version. Und bei dieser Version handelt es sich wieder um eine Bugfix-Version, es sind also wieder Fehler bereinigt wurden. Das könnt ihr auf launchpad.net nachlesen. Hatte ich schon mal im vergangenen Video gezeigt, was da alles behoben wurde. Ansonsten gibt es jetzt hier keine wesentlichen Änderungen. So, damit kommen wir zum heutigen Thema. Und ich möchte euch heute mal zeigen, wie man eine PCI Express Karte als Edge Cut in KiCad hineinbringt. Also das Ergebnis soll dann am Ende so aussehen. Wir haben also eine PCI Express Karte hier unten mit diesem PCI Express Anschluss und hier dieses Außenformat ist dann der Edge Cut und hier, ich zoome mal etwas rein, da sieht man es ein bisschen besser, sehen wir also hier den Edge Cut und hier auch gleich die Sperrfläche, die Kupfersperrfläche, die über PCI vorgegeben ist, um hier zu verhindern, dass beim Einbau in einen PC diese Flächen hier beschädigt werden oder in Kontakt mit dem PC-Gehäuse kommen. Das soll heute mal das Ziel sein. Warum das Ganze? Wir haben mittlerweile hier im Kanal einige Ingenieure bzw. angehende Ingenieure und da könnte es durchaus sein, dass man mal im Rahmen seines Bachelor oder Masters sowas machen muss und nicht nur hier eine triviale Eurokarte bestücken. Deshalb dieses Video und wir sehen hier unten, dieser Anschluss ist hier schon ein fertiges Bauelement aus den Bibliotheken von KiCad und die Kunst dabei ist jetzt im FreeCAD hier die Zeichnung zu erstellen, das heißt diesen Außenumriss und anschließend diesen PCI Express Adapter hier auch richtig zu positionieren, dass er dann hier diese 57,15 mm hat und auch in der Höhe die vorgegebenen Maße von 111,15. Ihr seht, ich bin jetzt hier ein Zehntel daneben, ein Hundertstel daneben, das ist aber im Toleranzbereich. PCI lässt 0,1 mm Toleranzbereich zu. So, das erstmal dazu. So soll es am Ende aussehen und damit steigen wir mal ein. Als erstes müsst ihr euch im Internet die Spezifikation herausholen aus dem PCI Express und zwar gebt ihr hier bei der Suchmaschine eures Vertrauens folgendes ein, nämlich diese Überschrift PCI Express Card Electromechanical Spezifikation und ihr erhaltet dann in der Regel ein PDF. Es gibt mittlerweile höherwertige Revisionen bis 5 oder 6. Ich habe hier mal die 2 genommen. Bei den Revisionsnummern hier ist die Änderung bei PCI Express in der Regel die elektrische, da sich ja der Formfaktor und wir brauchen ja hier die mechanischen Abmessungen von PCI Express nicht geändert hat. Ist es also egal, in welcher Revision ihr jetzt hier nehmt. Ich würde wirklich natürlich die 2 oder natürlich, wenn ihr was findet, auch die höherwertigen nehmen, die neuesten. Ist keine Frage. Aber wie gesagt, mechanisch hat sich ja an dem Kartenformat, an diesem Formfaktor nichts geändert. Was sich geändert hat, und da wird es dann wieder wichtig, wer irgendwas machen muss, sind die elektrischen Spezifikationen. Da sollte man sich natürlich dann schon das neueste und aktuellste PDF dann runterladen, um auch keine Fehler zu machen, was dann die elektrische Seite betrifft. So, dann gehen wir mal hier runter. Wir sehen hier alles beschrieben, wie sich diese ganzen Signale aufbauen. Das sind also die Beschreibungen dazu und wir haben jetzt hier unten im Bereich Kapitel 6, da müssen wir schauen, ob ich das jetzt hier gleich finde. Jawohl, hier geht es langsam also los. Wir sehen jetzt hier die Adapterbeschreibungen und hier geht das schon in die richtige Richtung. Und ab Kapitel 6, müssen wir noch ein bisschen weiter runter, kommen wir dann in den Bereich der Karte. So, das ist also so eine Karte und bevor ich hier weitermache, möchte ich euch diese Tabelle ans Herz legen. Hier sehen wir mal die Beschreibungen. Es gibt ja verschiedene PCI Express Busse 1, 4, 8 bis 16.
Und was ganz wichtig ist, sehen wir jetzt hier in der Tabelle die dazu gegebenen Maße. Und hier ist schon der erste Fehler, den man machen kann. Es gibt also drei Kartentypen. Einmal die Standardhöhe halbe Länge Karte, die Standardhöhe volle Länge Karte und das Low Profile Cards. So, wer also jetzt seine PCI-Karte in irgendein Computersystem einbauen möchte, muss sich vorher darüber im Klaren sein. Habe ich in meinem Gehäuse ein Low Profile? Das heißt, das sind diese schmäleren Gehäuse, diese niedrigen Desktop-Gehäuse. Dann kann ich hier nur eine Höhe von 68,9 mm nutzen. Habe ich jetzt ein normales PC-Gehäuse mit einem ADX-Port drin, dann kann ich hier diese 111,15 nutzen. Vorsicht bei der Länge. Auch hier lauert der nächste Fehler. Es gibt einmal die Länge von 167,65. Das ist das, was jeder so, der einen handelsüblichen PC unter seinem Tisch stehen hat, verbaut hat. Das ist in diesem Gehäuse dieses Maß. Die 312er Karten passen in der Regel dort nicht rein von der Länge, weil dann andere Bauelemente vom Motherboard im Weg sind. Diese Karten sind eher in Servern oder so dergleichen anzutreffen. Also bitte vorher prüfen und messen an eurem Rechnersystem, passt jetzt hier zum Beispiel so eine 312 mm Karte rein oder nur so eine 167,65 mm. Ich habe heute in dem Video möchte ich euch also mit dieser 167,65 zeigen, denn im Prinzip ist es ja dann hier nur noch ein Verlängern nach hinten, wer denn so eine große Karte braucht. So, das wäre unser erstes, was wir hier haben, und dann sehen wir jetzt hier die mechanischen Maße unserer Karte. Wir sehen hier also, das ist die halbe Karte und das ist die volle Karte. Und wir wollen hier also diese halbe Karte mal heute konstruieren. Was haben wir jetzt hier für ein Problem? Wir haben jetzt hier unseren PCI Express Adapter. Der ist als Footprint im KiCad bereits vorgegeben. Und den müssen wir jetzt so platzieren, dass er quasi von hier oben, also dass er dieses Maß hier diese 111,15 mm einhält an der Unterseite. Das muss richtig sein und er muss natürlich auch, und das ist die Krux bei der ganzen Geschichte, die Maße hier in dieser technischen Zeichnung sind von diesem Einschnitt hier, von diesem Einschnitt, von dieser Kerbe aus gemessen und das müssen wir zurückrechnen. Wir brauchen nämlich hier dieses Maß von dieser Breite, um dann entsprechend hier unsere Ausschnitte zu oder konstruieren zu können im FreeCAD. Insbesondere hier diese Nase, die ist recht wichtig und zwar aus dem Grund, diese Nase muss an einer, man könnte jetzt auch hier gerade rüber gehen und runter, diese Nase muss aber mit dabei sein, um einfach ein Einstecken so einer PCI Express Karte zu verhindern in einen normalen PCI-Slot. Die gibt es ja auch noch. Normales PCI ist ja im Maß 106,65. Das ist also dieses Grundmaß und der Adapter oder dieser Stecker saß dann hier also etwas höher. Und man konnte diese Karten dann oder könnte jetzt theoretisch so eine PCI-Express-Karte in so einen PCI-Slot reinstecken und sich damit die Karte dann wahrscheinlich elektrisch zu zerstören. Soweit, so gut. Und da liegen also jetzt unsere Problemchen. Fangen wir also an, unser Projekt mal zu konstruieren. Ich gehe dazu hier ins KiCad und gehe jetzt hier auf Neues Projekt und ich nenne das jetzt mal PCI Express. Mit OK bestätigen. Wir haben also jetzt ein neues Projekt. Ich spare mir jetzt hier im Schaltplan die Symbole einzufügen. Ich mache das direkt im Layout-Editor aus den Footprints heraus. Ihr müsst natürlich dann im Schaltplan euren Schaltplan zeichnen und dort auch die entsprechenden Symbole für PCI Express, die findet ihr dort genauso, entsprechend einfügen und über den vorgegebenen Weg, über die Netzliste dann hier einlesen und genau platzieren. Ich mache das aber jetzt mal hier, das würde sonst zu weit führen an dieser Stelle. So, öffnen wir mal unseren Footprint-Bibliothek und geben hier ein PCI. Dann erscheinen hier
PCI Express Anschlüsse 1.4.8.16 und der normale PCI Bus Connector. Wichtig ist, diese PCI Express Anschlüsse, die findet ihr nur, wenn ihr über GitHub die Bibliotheken eingebunden habt und habt die aktualisieren lassen. Ich habe noch eine andere Installation auf einem anderen Rechner, die ich nicht über GitHub installiert habe, sondern dort nutze ich die mitgelieferten Footprints. Da sind die noch nicht mit dabei. Das ist also eine Bibliotheksaktualisierung. Vielleicht dann mal in einem Update, muss man mal schauen. Also, wenn ihr das jetzt nicht finden solltet in eurem Rechner, dann bitte über GitHub die Libraries aktualisieren oder die Libraries einbinden, dann habt ihr das, wie es geht, auch hier in dem Kanal zu finden auf verschiedenen Videos. So, wir sagen mal okay und fügen das einfach hier in unsere Platine ein. Damit haben wir jetzt also unseren Adapter platziert und wir brauchen jetzt hier zwei Maße, nämlich einmal das hier von diesem Einschnitt bis nach vorn, hier an diese Stelle. Und die Gesamtlänge. Das brauchen wir dann im FreeCAD fürs Konstruieren. So, dazu geben wir hier unser Messwerkzeug. Können wir hier gleich sauber bemaßen. Bitte jetzt hier genau arbeiten, möglichst weit hinein zoomen und auch ein möglichst kleines Raster wählen. Und wir sehen jetzt hier oben an der höchsten Stelle, an der Position, da ist also die Mitte von dieser Nase und auch hier wieder sauber bis möglichst exakt in die Mitte. Und wir sehen, wenn ich jetzt hier auf die Mitte gehe, wird hier so ein Kreis gezeichnet. Dann habe ich auch diese Linie exakt auf dem Mittelpunkt getroffen. Ablegen, zweites Mal links klicken und einfach mal nach oben ziehen. Dann sehen wir jetzt hier ein Maß von 12,15. Das notieren wir uns mal. 12,15 und wir benötigen noch die Gesamtlänge. Das heißt also von hier vorn bis exakt hier nach hinten. Also einmal links klicken, nach hinten ziehen, hier das zweite Mal links klicken, nach unten, drittes Mal links klicken, wird also die Bemaßung abgelegt und wir sehen jetzt hier 12,15 und die 84,3 mm. Mit Rechtsklick über Abbrechen kann man dann das Werkzeug beenden oder Escape. Damit haben wir erstmal zwei Maße und die müssen wir uns jetzt notieren und merken. Zum Schluss müssen wir das hier wieder entfernen, um den Edge Cut zu importieren. Kommt aber gleich. So, jetzt gehen wir hier in unser FreeCAD-Programm. Und beginnen jetzt mit dem Zeichnen. Dazu machen wir hier ein neues Dokument auf. Wir gehen auf Körper erstellen. Wir sagen, wir möchten eine Skizze erstellen, XY-Plane und klicken OK. Damit sind wir jetzt in unserem Zeichenmodus, im Sketcher und können jetzt eine Skizze zeichnen. Als erstes wählen wir mal hier dieses Linienzugwerkzeug aus. Und fangen jetzt hier einfach mal etwas unterhalb des Mittelpunktes an, klicken hier ab und ziehen als erstes einmal unsere Außenkontur, die Oberseite oder die obere Linien. Bitte aufpassen, dass die Linien jetzt hier nicht schräg sind, sondern wenn ich dieses Werkzeug hier bewege, sieht man hier unten, irgendwann kommt einmal so ein senkrechter Strich, der erscheint da neben meinem Cursor. Wenn ich das habe und lege dann ab, wird die Linie automatisch senkrecht gelegt. Wenn ich das nicht tue, wenn dieser Strich nicht da ist, bleibt sie so schräg, wie es jetzt hier erscheint. So, mit Escape können wir das Werkzeug beenden. Ich gehe nochmal hier auf einen Schritt rückgängig. Damit haben wir diese schräge Linie weg. Wir brauchen also nur diese Außenkonturen. Dann schauen wir hier rein. Das ist jetzt unsere Außenkontur, also hier oben herum. Und wir benötigen jetzt das Maß. Das heißt, das ist jetzt die Außenkontur vom alten PCI. Und die ist 106,5 hoch und laut Tabelle 167,65 breit oder lang. Das geben wir jetzt hier ein.
Also wir wählen unser Werkzeug senkrechte Bemaßung, sagen jetzt hier 106,65 und in der horizontalen 167,65. Damit sollte das jetzt passen. Schauen wir nochmal, sicherheitshalber 106,65 und hier unten steht es auch nochmal in der Tabelle 167,65. Genau, das passt soweit. Jetzt brauchen wir noch hier hinten diese Linie. Das können wir jetzt hier mit einer Beschränkung erreichen, indem wir hier sagen Gleichheitsbeschränkung zwischen zwei Linien. Das heißt also, diese Linie soll genauso lang sein wie diese. So, damit ist diese Außenkontur mal gezeichnet und damit dieser Edge Cut dann auch im PCP Layout Editor exakt mittig liegt, müssen wir jetzt hier noch eine Beschränkung über diesen Mittelpunkt erlegen. Wir nehmen also dieses Werkzeug hier oben, das ist eine Symmetriebeschränkung, wählen als erstes diesen rechten Außenpunkt, nehmen dann entsprechend den Mittelpunkt und den links unten über diese Diagonale und damit sitzt jetzt dieses noch offene Rechteck hier exakt mittig. Jetzt wird es langsam interessant. Jetzt müssen wir uns hier mal die Grundstruktur anschauen unserer Karte. Das heißt, wir haben jetzt hier diese Nasen entsprechend, die wir hier einfügen müssen. Und das gebe ich euch jetzt hier unten vor. Wir gehen wieder auf unseren Linienzug und sagen als erstes, wir docken hier an. Bisschen ruhig mal reinzoomen, dann seht ihr, wird hier unten dieser Eckpunkt auch gelb, na, wenn man es richtig trifft. Und jetzt einmal klicken, dann wird das also hier exakt angedockt. Wir zoomen wieder etwas heraus und können jetzt einmal nach drüben gehen, nach oben gehen, wir gehen nach rechts, wir gehen hier wieder herunter, rüber. Jetzt nicht bis ganz hier oben gehen, sondern ein bisschen weiter unten bleiben, schon vorhinein. Maße spielen im Moment erstmal noch keine Rolle. Ablegen, Klick. Und wenn ich jetzt hier meinen Cursor nach rechts ziehe, sehen wir erstmal eine gerade Linie und ich kann jetzt den Modus mit der Taste M ändern. Und ihr seht jetzt hier den rechtwinkliges Modus und wir sehen jetzt hier diesen Radiusmodus. Das heißt, unsere Kurve oder unsere Linie wird hier automatisch rund. Wir legen das erstmal ab, dann gehen wir hier weiter nach unten. Jetzt wieder aufpassen, hier müssen wir jetzt den Modus wieder ändern. Nach unten, nach rechts, nach oben und hier hinten können wir wieder andocken. Mit Rechtsklick das Werkzeug beenden. Damit haben wir jetzt erstmal unsere grobe Struktur vorgegeben. Und können jetzt anfangen zu bemaßen. Als erstes machen wir mal hier diese Linie sauber senkrecht. Das soll sie ja sein. Wir brauchen jetzt als nächstes dieses Maß hier vorn. Das heißt also, das Maß hier, nochmal ein bisschen reinzoomen, dass man es besser sieht. Wir haben also jetzt hier 15 mm, das ist dieses Maß, 15 mm. Ist also dieser Abstand. Dann können wir also hier entweder jetzt über die Maus hier oben auswählen oder, das möchte ich euch gleich ans Herz legen, nutzt die Shortcuts, das ist in dem Fall hier Shift oder Umschalt H auf horizontal. Das heißt, wenn ich jetzt hier Shift und H drücke, bin ich direkt im Horizontalbemaßungswerkzeug. Solche kleinen Dinge sollte man sich merken, das macht die Arbeit deutlich schneller. So, wir tragen hier 15 mm ein. Und haben damit im ersten Schritt hier die 15 mm. Dann brauchen wir als nächstes einmal die senkrechten Linien hier. Die können wir bemaßen. Das sehen wir jetzt hier. Das ist also dieser Pfeil hier unten von der Kante bis hier oben. Also das ist diese Linie, die jetzt hier in dieser Verlängerung fortgeführt wird. Und da sehen wir also 8,25 mm ist dieser Einschnitt nach innen gesetzt. Wir wählen wieder mit der Shift V
unser senkrechtes Bemaßungswerkzeug aus. Wir können also dann anklicken und geben hier 8,25 mm ein. Und als nächstes wäre jetzt hier wieder 8,25 mm. Das können wir aber auch anders lösen, indem wir jetzt sagen, eine Gleichheitsbeschränkung. Diese Linie soll genauso lang sein wie diese Linie. Damit sind jetzt beide Linien exakt 8,25 mm lang. Wir benötigen jetzt eine Hilfslinie, weil wenn wir jetzt hier nochmal in die technische Zeichnung schauen, sehen wir jetzt, hier liegt der Radius, also hier oben die Tangente, der Tangentenpunkt des Radiuses, liegt auf dieser 8,25 mm Linie, nicht dieser Eckpunkt oder Startpunkt des Radiuses. Also nicht dieser Punkt hier liegt bei 8,25, sondern der Punkt hier oben. Wie können wir das jetzt erreichen? Wir schalten hier oben die Ebene um, aus der Zeichenebene in die Konstruktionslinienebene. Wir nutzen hier so eine gerade Linie, einen einfachen Linienzug, docken hier wieder an den Punkt an und ziehen den einfach diese Linie mal beliebig in die Länge. Jetzt müssen wir einfach, um einen Beschränkungsgrad herzuführen, einfach mal hier eine Bemaßung eingeben. Wie lang diese Bemaßung ist, ist im Prinzip völlig egal. Die taucht auch später in der Zeichnung nicht auf. Wir müssen es nur vorgeben, ansonsten wird FreeCAD hier meckern. So, wir ziehen jetzt einfach hier diesen Punkt mal anklicken oder diese zwei Punkte ziehen hier den Radius schon mal etwas nach unten, dass wir hier unterhalb dieser Linie kommen und nutzen jetzt hier dieses Werkzeug Tangente zwischen zwei Elementen erzwingen. Und wir wählen einfach hier diesen Radius an diesen Halbkreis und diese Linie. Und damit sitzt jetzt hier exakt der Tangentialpunkt auf dieser Linie. Wir beenden wieder unser Werkzeug. Als nächstes benötigen wir den Abstand. Das heißt, der Abstand zwischen diesen beiden Punkten oder dieses Radiuses sind 3,65 mm. Das tragen wir jetzt also hier ein, nutzen dazu wieder unser Horizontalwerkzeug, Punkt 1, Punkt 2 und geben jetzt hier 3,65 mm vor. Wir sehen, dass sich jetzt hier diese ganze Sache ein bisschen verschiebt. Das kann ich jetzt wieder beheben, indem ich hier diesen Punkt anfasse, mal ein bisschen verschiebe die ganze Sache. Es ergibt sich aber gleich, wie man das wieder hinbringen. Wir nutzen dazu nochmal unser Linienwerkzeug und gehen jetzt hier auf den Mittelpunkt, docken an und gehen hier auf den Außenpunkt, docken an und sagen einfach, diese Linie möge jetzt horizontal sein. Damit beschränken wir diesen Radius und wir sehen, dass wir jetzt hier eine horizontale Linie haben und unser Radius hier auch entsprechend sauber senkrecht sitzt. So, also das ist unsere Kerbe oder Nase und wir haben also jetzt hier diese 3,65 mm. Jetzt geht es weiter. Jetzt müssen wir hier in die Dokumentation schauen und wir sehen, jetzt wird es hier ein bisschen schwieriger. Und zwar als nächstes können wir noch hier diese Bemaßung auch noch relativ einfach erzeugen. Das ist also hier von unserem Radius Außenpunkt nach hier auf diesen Eckpunkt sind also 11,65 mm. Das ist auch noch relativ leicht zu realisieren. Auch hier wieder unsere Horizontalbemaßung. Wir nutzen also diesen Außenpunkt zu diesem Punkt hier und geben hier 11,65 vor. Damit ist eigentlich jetzt diese Kerbe erzeugt, aber wir haben jetzt hier noch einen Abstand und diesen Abstand müssen wir jetzt herausfinden. Und das wird ein bisschen schwierig, denn
der Abstand von hier nach hier vorn, ja, also diese Breite ist jetzt hier so nicht vorgegeben, sondern dieser Abstand ergibt sich quasi aus dem Maß dieser Kerbe von unserem PCI Express Footprint und diesem Punkt. Was meine ich damit? Das ist also, wir sehen, Moment, ich gehe nochmal hier zurück in die technische Zeichnung. Wir sehen also hier vorne von der Eckkante bis hier zur Mitte unseres Footprints sind es 57,15 mm. Dadurch ergibt sich automatisch dieser Abstand, da wir ja die anderen Maße hier, die 11,65 und die 3,65, bereits abgezogen haben. Und deswegen auch, hatte ich ja eingangs erwähnt, dieses Maß hier, diese 12,15, die wir hier vorne ausgemessen haben. Das heißt, wir müssen jetzt von den 57,15 diese 12,15 abziehen und erhalten dann die exakte Länge dieses gesamten Bereiches von diesem Punkt bis zu diesem Punkt hier vorn. So, und das können wir jetzt ganz einfach machen. Also, wir haben hier die 7, hoppala, nein, 57,15 minus 12,15 und damit haben wir dann das Maß von diesem Punkt über die gesamte Länge nach vorn und dadurch ergibt sich automatisch dieser Abstand. Wie machen wir das jetzt? Wir geben also hier eine horizontale Maßung ein. Das heißt, wir wählen das Werkzeug aus, hier unseren Eckpunkt und den Eckpunkt vorne an der Kante. Und jetzt kann ich hier KiCad rechnen, FreeCAD rechnen lassen. 57,15 minus 12,15 mm. Und mit OK bestätigen. Damit haben wir jetzt hier die 45 mm von dieser Kante und damit ist auch dieser Längenbereich jetzt hier diese Horizontale automatisch beschränkt. Ich kann das auch prüfen, wenn ich jetzt hier nochmal mit einem horizontalen Bemaßungswerkzeug drauf gehe und lege das an, dann kommt hier 18,35 mm wird angezeigt und wir sehen hier vorne links sofort eine redundante Einschränkung. Das heißt also, diese Linie ist schon eingeschränkt aufgrund dieser Maßvorgabe hier der 45 mm, der 15 mm und dieser beiden Maße hier 11,6 und 3,65. Ich brauche also diese Linie nicht mehr bemaßen, erhalte ich hier schon die Fehlermeldung. Also brechen wir wieder ab und damit haben wir jetzt diesen wichtigen Abschnitt komplett erzeugt. Im nächsten Schritt brauchen wir noch die Gesamtlänge. Das sind also diese 84,3 mm. Die müssen wir jetzt automatisch auf diese Linie oder müssen wir hier auf diese Linie übertragen. Das ist unsere Länge des Footprints, also 84,3 mm. Haben wir jetzt hier. Und was jetzt noch ganz wichtig ist diese Höhe, also das heißt diese Linie zu hier oben, das ist unser Formfaktor von der Karte. Dazu gehen wir wieder hier in die technische Zeichnung und na, verklickt. So, und da sehen wir also, dass unsere Unterseite des Adapters hier diese Linie nach hier oben einen Abstand von 111,15 mm hat. Und das müssen wir jetzt hier noch eintragen. Das heißt, wir brauchen eine vertikale Beschränkung oder Bemaßung von diesem Punkt hier zu diesem Eckpunkt und das sind 111,15 mm. Et voilà, wir haben jetzt eine Karte, die komplett beschränkt ist. Also die Skizze wird grün und das ist unsere PCI Express Karte. Diese Linie hier unten wird dann durch den Footprint ersetzt. Die brauchen wir aber an dieser Stelle einfach, um den Edge Cut schließen zu können. Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen noch unsere beiden Montagelöcher für das Bracket.
Das heißt also, hier kommt ja dann dieses Blechelement, wird ja dann befestigt, wo ich das im Gehäuse einstecken kann und verschrauben kann. Diese beiden benötigen wir noch. Das heißt, wir geben hier vor zwei Kreise. Wir schalten hier wieder um in den Zeichenmodus, nutzen hier vorne einen Kreis, sagen einen Kreis hier. Hoppala. Und ein Kreis hier oben. Als nächstes müssen wir diese Kreise beschränken und sagen, wir sind beide gleich groß oder haben den gleichen Durchmesser. Das ist vielleicht besser formuliert. Damit sind sie beide gleich. Wir müssen jetzt einen Durchmesser angeben. Der Durchmesser ist hier 3,2 Millimeter. Das ist der Durchmesser. Das ist die Bohrung, also dieses Bracket, wie man das nennt, dieses Blechelement, wo dann die Buchsen angebracht sind, die nach außen führen, durchs Gehäuse durch, ist hier oder wird hier mit 3 M3 Schrauben befestigt, also eine Bohrung von 3,2 mm. Ja, jetzt müssen wir diese ganze Geschichte hier noch positionieren. Da schauen wir wieder in unsere technische Zeichnung hinein. Wir sehen also jetzt hier den Mittelpunkt. Und da haben wir hier diesen Abstand, das sind also 4,85 in der Vertikalen. Von diesem Punkt zu diesem Punkt haben wir jetzt 4,85 mm. Dann schauen wir gleich hier weiter rein in unsere Bemaßung. Wir sehen also jetzt hier die 57,15. Und davon ziehen wir dann 49,65 ab. Dann sind wir auch hier auf diesem Punkt. Das heißt, wir können das jetzt hier in der horizontalen bemaßen. Minus 49,65 bleibt 7,5 mm übrig. Das ist unsere Positionierung für die erste Bohrung. Dann müssen wir diese zweite Bohrung hier senkrecht darüber positionieren. Dazu schalten wir wieder um in unseren Konstruktionsmodus, nehmen hier so einen Linienzug. Verbinden den Mittelpunkt hier, andocken, wenn es gelb ist, hier wieder ablegen, wenn er ebenfalls gelb aufleuchtet, ab. Wir sehen, die Linie wird automatisch senkrecht beschränkt. Ich könnte es jetzt auch über dieses Element hier, wenn sie das nicht ist, vertikal beschränken. Das heißt, die sitzen jetzt senkrecht übereinander. Und jetzt brauche ich natürlich noch den Abstand dieser beiden Bohrungen. Und der ist hier vorgegeben. Das sehen wir jetzt hier von hier nach hier oben sind das 85,4 mm. Dazu nehmen wir jetzt hier wieder unsere vertikale Bemaßung, gehen hier an unsere Konstruktionshilfslinie und sagen jetzt 85,4 mm. Jetzt ist unsere Zeichnung hier wieder komplett beschränkt. Wir positionieren hier nochmal ein bisschen sauber die Bemaßungen. Da sieht das auch ordentlich aus. Und wir haben also jetzt unsere PCI-Express-Karte inklusive der beiden Montagebohrungen für das Bracket. Wir schließen, gehen jetzt auf unseren Modellbaum, wählen hier unseren Sketch aus und wechseln jetzt in die KiCad Step-Up Workbench. Ja, er möchte hier wieder mal ein Update durchführen. Das machen wir jetzt nicht. Das ist jetzt unser KiCad Step-Up Workbench. Und bevor wir jetzt unseren Edge Cut ins PCB Layout importieren, muss ich oder exportieren vielmehr, muss ich hier diesen Footprint einmal löschen, denn sonst macht das FreeCAD nicht. So, ich entferne das, ich speichere
mein PCB-Layout. Ich kann es auch erstmal schließen. Wir brauchen es dann gleich wieder. Und ich gehe jetzt hier auf den Button Push-Pull Sketch From to PCB Edge, wähle das an, wechsle dann hier in meinen KiCad Projektordner und da haben wir ja unser PCI Express, hier unser PCI Express Layout-Datei und wir speichern das. Wir sagen jawohl, das soll überschrieben werden. Wie gesagt, es darf da nichts drin sein, es darf kein Edgecut vorhanden sein und auch keine Footprints, muss also leer sein, sonst geht das jetzt, würde dieses Exportieren jetzt hier an dieser Stelle schief gehen. Mit OK bestätigen und jawohl, hat soweit offensichtlich geklappt. Wir können jetzt hier wieder öffnen und wir sehen, voilà, das ist unser Edge Cut für eine PCI Express Karte innerhalb unseres PCB Layouts. Und jetzt wird es ein bisschen frickelig. Wir müssen jetzt also wieder unseren PCI Express Footprint hier importieren. Also wir hatten ja hier den PCI Express 16-fach. Und als erstes legen wir den jetzt hier einfach mal ab. Wir müssen jetzt ein sehr kleines Rastermaß einstellen. Ich empfehle jetzt hier 0,05 mm oder 1,97 mm. Mit Rechtsklick beenden wir das Werkzeug und wir müssen jetzt also hier diese Linien genau sauber auf diese Ecklinie hier positionieren. Ich wähle diesen Footprint wieder an. Mit der Taste M gehe ich in den Bewegemodus, Move, kann jetzt hier wieder bewegen und jetzt muss ich wirklich freihändisch, das ist ein bisschen frickelig, möglichst sauber arbeiten und diesen Footprint hier möglichst sauber mittig auf diese Linie ablegen. Und ihr seht, ich treffe diese Linie hier nicht ganz, er springt hin und her. Deshalb lege ich das nochmal ab. Wir machen jetzt mal unseren Durchschnitt noch kleiner auf 0,01 mm. Gehen hier wieder auf unseren Footprint mit M in den Bewegemodus und versuchen jetzt wirklich hier, müssen jetzt hier wirklich exakt sauber mit dem Edge Cut, also nicht mit diesem, das ist die Edge Cut Linie hier, möglichst sauber unsere Linie treffen. Das ist echt, ich gebe es zu, ein bisschen frickelig, aber es geht nicht anders. So, jetzt haben wir das erwischt. Zack. Wichtig, nicht hier diese graue Footprint-Umrisslinie auf die Ecke positionieren, sondern diese gelbe Linie hier von unserem PCI Express Footprint. Das ist die, das ist der vorgegebene Edge Cut. So. Jetzt Rechtsklick oder außerhalb einen Linksklick vielmehr, dann wird das also abgelegt. Wir wählen nochmal unseren Footprint an, machen gleich einen Rechtsklick und sperren dieses Element, dass wir es hier nicht mehr versehentlich verschieben können. Jetzt müssen wir als nächstes unseren Edge Cut anpassen. Das heißt, wir haben ja jetzt hier den Edge Cut, der vorgegeben ist aus dem Footprint heraus und natürlich hier unten unseren Edge Cut, der durch die Zeichnung entstanden ist. Ging aber ja nicht anders, da ich ja das im FreeCAD so vorgegeben hatte. Das muss also jetzt weg. Das heißt, wir wählen diese Linie an und sagen Entfernen. Und wir wählen diese senkrechte Linie an, sagen ebenfalls Entfernen. Und müssen jetzt hier diese Lücke schließen, um quasi diese aus diesem einzelnen Edge Cut hier jetzt diesen Edge Cut mit dem Footprint zu verbinden. Dazu gehen wir hier rechts auf die Ebene Edge Cuts und auf das Zeichenmodul, grafische Linie hinzufügen. Wir docken hier an. Hier könnten wir nochmal das Rastermaß ein bisschen ändern auf 0,1 mm, dass wir hier unseren Mittelpunkt besser treffen. Ihr seht, wenn hier dieser Kreis erzeugt wird, bin ich automatisch mittig auf der Linie. Und ich ziehe das jetzt hier nach unten und lege einfach ab. Dann sehen wir auch, dass jetzt hier eine Verbindung erzeugt wurde. Ich kann jetzt noch diese Linie anwählen und Moment, auf diese Linie mal anwählen, gehe auf mit E, der Taste E auf die Eigenschaften, da kriege ich hier die Linienstärke, das sind 0,16 mm.
Und wenn ich das jetzt hier übertragen möchte, wähle ich also diese Linie an, sage Taste E und wir sehen hier 0,05, das ist ein bisschen wenig, machen wir hier mal 1,6. Damit ist unser Footprint jetzt platziert. Ihr seht, wir haben hier so eine kleine Ecke drin. Das ist aber tolerierbar. Das ist ein kleiner 0,01 mm Fehler. Das kann man durchaus tolerieren. Das passt soweit. Dann haben wir hier unseren Footprint-Asen rum. Und wir bewegen uns jetzt hier nach hinten. Und müssen ebenfalls noch diese Linien hier entfernen. Das heißt also diese senkrechte Linie. Wir nutzen jetzt hier unseren Edge Cut, den wählen wir an, gehen jetzt hier vorn auf diesen Punkt, nur auf den Punkt. Damit kann ich sie frei bewegen, wird also nicht verschoben, sondern ich kann sie frei bewegen und ziehe die jetzt hier oben rein. Und ändere auch an dieser Stelle nochmal. Meine Linie. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Footprint sauber angehängt und auch diese Linie einfach nochmal anwählen, auf dem Punkt bleiben, anziehen und hier sauber positionieren. Damit habe ich jetzt den Footprint hier implementiert und ich kann jetzt einige Nachmessungen mal durchführen. Ich zentriere mal hier meine Ansicht. Das heißt, ich muss jetzt hier einige Messungen durchführen. Und zwar haben wir einmal hier dann das Abstandsmaß. Das kann ich an dieser Stelle gleich mal prüfen. Ich lege also hier meine Bemaßung an. Führe die jetzt hier nach links auf meine Linie. Lege die auf der Linie ab, ziehe es mal ein bisschen nach oben und wir sehen jetzt 5,57,1. Machen wir es nochmal rückgängig, ich habe es nicht ganz sauber getroffen. Also machen wir nochmal hier eine. Man muss da wirklich mal ein bisschen sauber ein in die Zeichnung reinzoomen. Ruhig noch ein bisschen kleiner, dass man hier auch sauber exakt den Mittelpunkt oder den Scheitelpunkt des Radiuses trifft. So, dann auch hier wieder entsprechend exakt in die Zeichnung einzoomen, nochmal ablegen und jetzt nach oben. Und wir sehen, also das sind jetzt diese 57,15 mm. Wir vergleichen nochmal mit unserer Zeichnung, genau das ist also jetzt hier von dieser Kante 57,15 nach vorn. Als nächstes nutzen wir nochmal die Senkrechte. Das heißt, ich nutze wieder hier mein Bemaßungswerkzeug, zoome hier exakt hinein, positioniere das mal hier auf diesem Punkt. Das ist ja mein Außenpunkt. So. Ziehe das hier ebenfalls wieder sauber in die ganze Geschichte rein. Lege das entsprechend ab und sage nochmal hier ablegen. Auch hier haben wir geprüft, das passt 111,15. Auch dieses Maß ist jetzt korrekt. Dann könnten wir jetzt theoretisch nochmal den Abstand aus von dieser Linie zu dieser Linie bemessen und hier nochmal durch die Subtraktion prüfen. Das machen wir auch an dieser Stelle nochmal. Das heißt, ich nutze hier mein Bemaßungswerkzeug.
wähle mir hier diese über mein Linienkreuz mal diese obere Kante aus, ziehe das dann hier rüber. Ist jetzt nicht ganz gerade geworden. Also wir gehen jetzt, also die Bemaßung ist jetzt von diesem Punkt hier zu diesem Punkt. Das sollten jetzt 4,51 mm sein. Das können wir jetzt noch mal schnell ausrechnen. 111,65. Halt, Moment. 1,5. Also 111,15 minus 106,65 kommt auf 4,5 heraus. Das passt. 4,51 hatten wir gemessen. Also wir sehen, damit ist unser Footprint jetzt hier auch exakt positioniert. In der Vertikalen zu dieser Nase hier exakt, auch dann von der vorderen Ecke hier zu unserem Scheitelpunkt dieser Einkerbung ist das alles sauber positioniert. Ich kann natürlich jetzt hier diese Bemaßungen wieder entfernen, wenn ich sie nicht unbedingt brauche. Somit kann ich das kontrollieren. Das heißt, unsere PCI Express Karte ist jetzt als Edge Cut hier fertig und ihr könnt jetzt hier Bauelemente positionieren, aber wir brauchen noch Folgendes. Wir brauchen jetzt hier noch einige Sperrflächen und diese beiden Edgecut-Bohrungen müssen wir ersetzen durch entsprechende Footprints, Mounting Holes. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder hinein, platziere hier mal oder gebe hier mal ein Mounting. Moment, oder machen wir es hier mit Hole. So, Mounting Hole, dann haben wir hier das Mounting Hole 3,2 mm M3 mit Pad oder ohne Pad, kann man jetzt entsprechend anschließen. Ob das dann an die Masse der Platine noch mit angeschlossen werden soll oder nicht. Ich nutze jetzt hier mal dieses mit Pad und sage okay. Wie kriegen wir jetzt dieses Mounting Hole hier her? Das ist auch ganz einfach. Wir brechen unser Werkzeug ab, wählen jetzt hier diesen Kreis an und sagen E für Eigenschaften und notieren uns den Mittelpunkt, die X und Y-Werte. Das heißt also 72,175 im X-Wert und im Y-Wert 146,975. Das ist jetzt hier die Position im PCB Layout Editor. Mit Entfernen kann ich das jetzt entfernen, diesen Kreis. Ich wähle hier meinen kompletten Footprint an, kann hier auf Eigenschaften gehen und sage X-Position 72,175 und 146,975 mit Enter wird also mein Mounting Hole jetzt exakt auf diese Stelle platziert. Das wiederhole ich natürlich dann hier entsprechend mit der anderen Bohrung. Und im nächsten Schritt müssen wir jetzt noch diese diese Flächen aussparen, wo wir keine Bauelemente und auch keine Leiterbahnen ziehen dürfen. Das heißt also hier diese Flächen um diese Bohrungen und hier unten an den Kartenrändern und auch hier am Ende dieses Kartenbereiches. Zum Erzeugen dieser Sperrflächen hier, dieser schraffierten Sperrflächen, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich nutze hier mein Sperrflächentool und fange jetzt hier an, freihändisch zu zeichnen. Das möchte ich aber nicht machen. Ich möchte euch hier eine kleine Hilfe an die Hand geben, nach der wir dann diese Sperrflächen deutlich einfacher einzeichnen können.
So, dazu muss ich erstmal hier euch noch was zeigen. Wer vor uns aufgepasst hat, hat gemerkt, dass ich diese Edgecut-Linie hier verschoben habe. Und ich gehe mal hier auf Drawings User und zeichne euch das mal ein, wie das also vorher war. Der Robbela ursprünglich. Der ursprüngliche Edge Cut war ja hier etwas weiter nach unten, ungefähr so auf dieser Ebene. Und ich hatte dann diese Linie hier nach oben verschoben und hier diese Eckkante oder diese Linie hier hinten verkürzt. Warum? Der Footprint Edge Cut vom PCI Express Anschluss geht hier etwas weiter nach oben, als das vom Formfaktor her vorgegeben ist. Und deshalb muss ich das ja hier anpassen und bin also mit diesen Linien nach oben gegangen. Was hat das zur Folge? Das heißt, wir können uns diese Sperrfläche und auch diesen Ausschnitt hier hinten sparen. Wir sind ja eh schon ein paar Millimeter nach oben gegangen. Wir brauchen also nur noch hier diese Außensperrflächen hier oben und hier nach drüben bis hier an den Anfang des PCI Express Footprints. Und diese Seite hier können wir uns also sparen. So, wie gehen wir dazu vor? Ich entferne hier mal dieses Drawings User nochmal, speichere nochmal ab. Und zwar werden wir jetzt also auf unserer FreeCAD-Zeichnung eine weitere Skizze erstellen, die wir dann hier ins KiCad importieren. Wir gehen also ins FreeCAD, wechseln hier aus der KiCad Step-Up Workbench in die Part Design Workbench, wählen unseren Sketch an. Gehen hier auf Aufgaben und sagen, wir polstern das Ganze mal auf. Dazu wird also aus dieser Skizze ein 3D-Körper. Und dieser 3D-Körper hat jetzt also folgenden Vorteil. Ich kann also hier auf jeder Fläche dieses 3D-Körpers eine weitere Skizze erzeugen. Und wir wollen also gleich hier auf dieser Oberfläche eine Skizze erzeugen. Ich klicke diesmal an, dann wird das hier entsprechend farbig unterlegt und ich kann jetzt hier wieder Skizze erstellen, auswählen und kann eine weitere Skizze, hoppala, auf dieser Fläche zeichnen. Und wir haben uns ja ungefähr hier diese schraffierten Flächen gemerkt. Und dazu erstellen wir als erstes mal einen Linienzug, der jetzt hier außen herumgehen wird. So, wir wählen unser Linienzug-Tool und fangen mal hier unten an, zeichnen hier nach oben, nach innen, gehen hier nach oben, hier etwas nach innen, nach oben, nach hinten, hier wieder ein kleines Stück nach unten, nach hinten. Und jetzt nicht hier unten auf dieser Stelle ablegen, sondern wir ziehen das jetzt hier mal durch und verbinden unseren Linienzug. So, wir brauchen ja hier diese Linie nicht mehr, das hatte ich ja gerade erklärt. So, als nächstes brauchen wir, mit Rechtsklick beenden wir das Werkzeug, einiges an externer Geometrie. Die wählen wir also hier mit aus. Und dazu brauchen wir als erstes einmal diese Kante hier. Wir benötigen diese Kante und wir benötigen einmal diese Kante. Jetzt kann ich beginnen, hier Beschränkungen zu erstellen. Als erstes möchte ich diesen Punkt hier auf diesem Punkt haben. Das dient uns nachher zur Positionierung. Das soll unser erster Punkt sein. Als nächstes benötige ich den Abstand hier von dieser Kante nach innen. Das sind 5,08 mm, das sehen wir jetzt hier an dieser Bemaßung. Wir wählen also Horizontalbemaßung, gehen hier auf diese beiden Punkte und geben 5,08 ein. Beenden das Werkzeug und positionieren hier mal die Bemaßung. Dann haben wir hier oben 3 mm und 1 mm Abstand. Das ist also dieser Vertikalabstand, auch den tragen wir hier an dieser Stelle gleich mal ein. Vertikal hier von der Ecke nach da 3 mm. Und von diesem Punkt zu diesem inneren Punkt ist es 1 mm.
Wir sehen, diese Linie ist noch nicht senkrecht. Das können wir jetzt hier mit dieser Senkrechtbeschränkung vergeben. Damit ist auch diese Linie beschränkt. Dann brauchen wir den Abstand von hier nach hier vorn, also in der horizontalen. Jetzt hier auswählen. Und das sind 57,15 plus 80 mm. Ich zeige es gleich in der technischen Zeichnung, wie das zustande kommt. Wechseln wir dazu mal hier in die technische Zeichnung. Dann sehen wir also hier von dieser senkrechten Kante den Abstand bis zu unserer Einkerbung vom PCI Express sind einmal 80 mm und von hier dieser Einkerbung PCI Express bis nach vorn, bis zur Vorderkante der Platine sind es nochmal 57,15. Also 57,15 plus 80 ist dann hier dieser Wert, den ich jetzt hier gerade habe im FreeCAD errechnen lassen. Dann haben wir diesen Abstand von der Kante hier nach vorn, der beträgt an dieser Stelle hier 12,7 mm. Das heißt, ich benötige jetzt von hier nach da 12,7 mm. Beende das Werkzeug, ziehen wir hier ein bisschen die Bemaßung zurecht. Das ist also unser Abstand. Dann haben wir diesen Abstand von dieser Linie nach hier vorn. Auch der ist 5,08. Das sehen wir an dieser Stelle hier. In dieser Bemaßung geht hier nach unten 5,08 mm. So ist richtig. Also von hier nach diesem Punkt 5,08 mm. Jetzt brauchen wir noch diese senkrechte Bemaßung und das sind 5,05 mm hier zum Mittelpunkt unserer Bohrung. Wie kriegen wir das jetzt hin? Das ist auch kein Problem. Wir holen uns hier dazu nochmal die externe Geometrie dieser Bohrung her. Nutzen jetzt hier das senkrechte Tool, Bemaßungstool für diese beiden Punkte und sagen 5,05. Damit ist auch das hier beschränkt. Jetzt brauchen wir hier unten den Abstand von dieser Linie zu dieser Unterkante hier, also diese beiden Punkte. Und das ist jetzt hier zwar nicht als Maß aufgeführt, aber hoppala, das ist jetzt hier zwar nicht als Bemaßung aufgeführt, aber wir sehen hier die 8,25 von der Unterkante bis zu dieser Kante. Und da geben wir hier einfach 1 mm zu. Das ist hier rundherum immer 1 mm. Das machen wir jetzt einfach auch, wenn dieses Maß jetzt so nicht vorgegeben ist. So, also dieses Maß haben wir 8,25 plus 1 mm, also 9,25. Als Sperrfläche. Und wir sehen, das ist eine vollständig eingeschränkte Skizze, die wir jetzt haben und die können wir jetzt im KiCad positionieren. Dazu schließen wir das Ganze. Wir polstern jetzt hier nichts auf. Wir wählen diesen Sketch an, also im Arbeits- oder Modellbau muss dieser Sketch angewählt werden. Und wir gehen hier auf Exportieren und ich bin hier schon mal in diesen Projektordner gewechselt, also das heißt Home-Ordner, KiCad, Projekte, dann PCI, Express und ich habe sie hier schon mal exportiert. Ich nenne sie jetzt hier nochmal Sperr.dxf. Das war also ein vorhergehender Versuch, ob es auch klappt. Also ich wähle die an, ich speichere das Ganze, überschreibe die jetzt. Bei euch ist sie natürlich dann neu und ich habe jetzt diese DXF-Datei gespeichert und kann die jetzt hier über Datei im KiCad über Datei importiere Grafik importieren. Ich gehe hier auf Durchsuchen, da bin ich schon hier aus dem vorhergehenden Versuch in der richtigen, im richtigen Ordner, wähle die dann aus, wähle hier interaktive Platzierung und sage jetzt hier Drawings User. In dieser Ebene möchte ich die haben und nirgendwo anders. So, damit sitzt die jetzt und wir sehen, die wird hier auch gleich richtig an dieser
an der richtigen Ecke erwischt. Und was wir jetzt tun müssen, ist hier im Prinzip nichts weiter als schön sauber reinzoomen und hier entsprechend auf dieser Ecke ablegen. Damit ist unser Ausschnitt jetzt hier sauber vorgegeben. Und jetzt gehen wir her. Wir speichern erstmal, dass hier nichts mehr schief geht. Können wir speichern. Gehen jetzt hierher auf unser Sperrflächenwerkzeug, wählen das an und beginnen jetzt einfach hier hinten. Zoomen wir mal rein, legen uns hier schön auf diesen Punkt und sagen jetzt, auf beiden Kupferflächen soll das eine Sperrfläche sein. Es soll auch keine Kupferfüllung hinzugefügt werden, keine Leiterbahn, keine Vias, nichts. So, damit gehen wir jetzt mit OK an und fangen jetzt an, hier einfach unsere Linie nachzuziehen. Ich brauche also an dieser Stelle hier nichts mehr zu messen, sondern ich lege hier einfach nur noch mit meiner Linie sauber ab. So. Wir erhalten jetzt hier zwar einige Fehlermeldungen, aber die verschwindet gleich. So, ich brauche also nur noch hier sauber auf meine Punkte ablegen. Ich nutze jetzt hier gleich die Abkürzung. Ich fülle jetzt hier diese Fläche nicht aus. Ich mache das hier gerade an dieser Stelle vor. Ich kann dann eh nicht mehr hier mit irgendwelchen Leiterbahnen rein. Wer das jetzt natürlich hier genau braucht, kann natürlich auch hergehen und sagen, so, ich setze das jetzt hier rum oder machen wir es einfach hier herum als Sperrfläche. So, ich positioniere jetzt hier mal nicht mehr so genau, wie es geht. Wisst ihr jetzt, ihr macht das natürlich dann exakt. Wähle also dann hier meine Außenpunkte. Wie gesagt, ich mache das jetzt hier mal, um das Video nicht so lang zu machen. Schnell freie Schnauze. Positioniere also hier meine Punkte. Und wenn ich dann hier unten wieder angekommen bin, schließen wir das Ganze einfach ab. Was dann richtig treffen. Zack. So. Escape. Damit liegt jetzt unsere Sperrfläche hier vor. Wir sehen es jetzt, wenn ich hier reinzoome, sehen wir es schon schraffiert. Jetzt müssen wir natürlich noch hier unser Drawings-User wieder weghaben oder wegmachen. Das wollen wir weghaben. Wie machen wir das? Dazu gehen wir einfach her. Wir schalten hier die ganzen Ebenen einfach mal aus. Außer Drawings-User. Die machen wir alle hier weg. Das machen wir jetzt hier einfach alles weg und können jetzt hergehen und sagen, wir markieren das Ganze, entfernen und damit ist die ganze Sache entfernt. Wir speichern wieder und schalten unsere Ebenen hier wieder alle ein. Damit, na, ist unsere Platine fertig mit einem sauberen Edge Cut als PCI Express und schon vorgegeben den Sperrflächen auf der Vorder- und auf der Rückseite. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß beim Konstruieren. Tschüss.